Harz, mystisches Mittelgebirge, wo Hexen hausen, Luchse lauern und Dampfloks donnern. Im goldenen Oktober entfaltet er einen ganz eigenen Zauber. Über 60 Kilometer führt die Harz-Querbahn von Wernigerode nach Nordhausen mitten hindurch. Die meisten Züge zweigen jedoch heute in Dreiannenhohne auf die Brockenbahn ab, um Norddeutschlands höchsten Gipfel zu erklimmen. Durchs Drängelgitter ins Drängetal geht es am südlichen Rand von Wernigerode. Nur wenige hundert Meter weiter gibt es bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof Steinerne Renne ein erstes eindrucksvolles Spektakel zu beobachten. Hoch oben über dem Talgrund arbeiten sich die Züge dann geräuschvoll die lange Steigung nach Dreiannenhohne hinauf. Für die Fahrgäste dieses Zuges geht es hier nun weiter auf den Brocken. Wir jedoch begeben uns weiter südlich. Ein Zug aus Nordhausen hat eben die Station Netzkater verlassen. Hinter Sorge geht es steil bergauf. Schwer arbeitet die Neubaulok aus den 50er Jahren, um ihren Zug hinauf in den Hochharz zu befördern.
Mit rund 700 PS ist die Baureihe wie geschaffen für die steilen Meterspurstrecken im Mittelgebirge. Sie wurde von der Deutschen Reichsbahn der DDR zwischen 1954 und 1956 beschafft und lehnt sich weitgehend an die Konstruktion der Einheitsloks der Baureihe 9922 aus den 30er Jahren an. Beschaulicher wirkt dieser Traditionszug mit der 116 Jahre alten Malle-Lok 995901. Die kleine Vierzylinder-Verbundlok muss sich mächtig anstrengen, um die Teilnehmer einer Sonderfahrt der Interessengemeinschaft Harzer Schmalspurbahnen auf den Brocken zu bringen. In Dreiannenhohne erleben wir den Zug noch einmal bei der Ausfahrt. Am Morgen des 19. Oktober befördert die letzte erhaltene Einheitslok 99222 hier einen Rollwagenzug über die rutschigen Gleise am alten Kraftwerk der Argenta Schokoladenfabrik in Hasserode. Eine Reisegruppe im gecharterten Triebwagen T1 macht Platz für den nachfolgenden Personenzug der IGHSB, den wir anschließend in der Steigung hinter dem Sportplatz erleben. Fahrtteilnehmer nehmen Aufstellung, um abzulichten, wie der Rollwagenzug in den Bahnhof Steinerne Renne einfährt. Schnell heißt es jedoch wieder einsteigen. Unter äußerster Anstrengung bringt die kleine Heißdampflok 996101 mit ihren nur 380 PS den Zug wieder in Fahrt.
Während die Oma 99222 noch beim Waldgasthof 3 Annen unterwegs ist, hat der Personenzug schon den sonnenüberfluteten Bahnhof von Elend erreicht. Viel Betrieb im großzügigen Bahnhof, der im Sommerfahrplan sonst nur 3 Zugpaare sieht, darunter nur 2 mit Dampf. Nach Eintreffen des Güterzugs und Kreuzung mit einem planmäßigen Triebwagen geht es weiter nach Süden. Kurz vor Sorge kann man noch das Widerlager der Brücke der ehemaligen Südharzeisenbahn erkennen, die von Braunlage kommend hier Anschluss an die Harzquerbahn hatte. In Bennekenstein erreichen die Züge eine weite Hochebene. Kranichschwärme kreisen über den Wiesen, als die Sonderzüge ihre Fahrt fortsetzen. Unten im Beretal hat der Rollwagenzug sein Ziel fast erreicht. Vor dem Empfangsgebäude von Eisfelder Talmühle muss die Oma noch Wasser fassen, bevor es eine lautstarke Doppelausfahrt mit dem Regelzug zu dokumentieren gilt.
schönster Nachmittagssonne geht es dann wieder zurück. Diesmal ohne Kraniche präsentiert sich die Hochebene bei Bennigenstein, dafür aber im schönsten Herbstlicht. Ganz anders erleben wir diesmal die lange Steigung hinter Sorge. Während Pfiffi, wie die kleine Lok genannt wird, anscheinend auf dem letzten Loch pfeift, hat die Einheitslok leichtes Spiel mit ihrem unbeladenen Wagen. Als die Sonne allmählich von Schleierwolken eingehüllt wird, sind die Züge in Elend noch nicht am Scheitelpunkt angekommen. Rund 30 Meter Höhenunterschied gilt es noch zu bewältigen. Geschafft. Von drei Anhone geht es nur noch bergab.
Wasserkraftwerk Steinernrenne und in der Wernigeröder Kirchstraße treffen wir die Sonderzüge ein letztes Mal, bevor nach einem wunderschönen Herbsttag im goldenen Oktober die Hexen und die Dampfloks wieder schlafen gehen können.